So, hallo. Ja, ich habe mich dann heute doch noch mal hochgerafft. Wir haben jetzt 16 Uhr und eigentlich hatte ich heute auch wieder gar keinen Bock, was zu machen. Aber ich muss fertig werden und ich will fertig werden. Ich muss vor allen Dingen fertig werden, weil am 19. oder am 20. kommen meine Eltern, weil meine Mama ja beim 22. operiert wird und ja, noch mal. Ich schneide meinen Eltern und Mann und so die Haare, mache ich auch sehr gut. Also die sehen jetzt nicht verschandelt aus. Auf jeden Fall wollte es die deswegen nochmal hier hinkommen und auch vor allen Dingen einfach nur nochmal so vor einer wichtigen OP, vor einer großen OP nochmal Hallo sagen. Naja, auf jeden Fall muss ich fertig werden. Und deswegen führt kein Weg dran vorbei, dass ich heute auch weitermachen muss. Ich habe echt keinen Bock mehr, ne? Aber ihr könnt mir nachempfinden. Ihr wisst das, ihr fühlt das, wenn ihr in der gleichen Situation wärt, wird's euch auch so gehen. Man will natürlich aber auch fertig werden, weil man endlich wieder basteln will. Ja, okay, wir fangen an. So, ein Luxury Cardstock, den kennt jeder. Den behalte ich natürlich, den natürlich auch. Das hier ist so meine, glaube ich, meine Uni-Papierschublade. Ja, und man denkt immer, ich denke immer, da bin ich ganz gut im Denken. Oder ganz blöd, wie man es sehen will. Ich denke mir immer, ich habe kein Uni-Papier. Okay, denke ich mir dann beim zweiten Mal. Ich habe kein Uni-Papier. Naja, ich habe ja auch nur Uni-Papier in allen Größen, aber ich habe kein Uni-Papier. Das ist voll krank, voll krank. Hier, die hier. Die habe ich mir bei Faltkarten gekauft. Ich glaube, 50 Stück oder so. Und das ist ein Musterpaket, wie ihr seht. Da sind verschiedene Passepartout-Karten drin. Das Musterpaket gab es damals, ich weiß nicht, ob es jetzt heute immer noch gibt, als Passepartout-Karte, als normale Karten und als Umschläge. Und da hat man von jedem Design, was die so anbieten, halt eine da in so einem Musterpaket gehabt. Und wie gesagt, das kostet 50 Cent. Und hier scheinen jetzt drei Stück drin zu sein. Genau, drei Stück. Und eigentlich dient das halt nur als Musterpaket. Aber ich war damals so pfiffig oder hinterfotzig oder wie man das auch immer nennen kann und habe mir davon 10 Stück geordert. Und ja, und das ist auch immer dann, damals war das reiner Zufall, welche Farben man bekommt. Und ja, finde ich ganz cool, habe ich damals, wie gesagt, mehrere geordert. Das sind jetzt die Passepartout-Karten mit Oval. Aber auch Rechteck ist da drin. Habt ihr ja gesehen, diese Auflistung. Und ja, die behalte ich mir auch, weil ja, das sind auch so meine Schätzchen, auf die ich stolz bin. Und Passepartout-Karten kann man natürlich rein theoretisch auch selbst ausstanzen, aber so hat man immer mal was. Und hier, das hier war das andere Musterpaket und das sind die Umschläge. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Umschläge drin. Und ich weiß gar nicht, oder nee, das sind Kartenrohlinge. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die waren, oder ist das jetzt, ne, Musterpaket, vielleicht ist das jetzt auch Karton, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren das alles Musterpakete und ja, habe ich, wie gesagt, vieles von gekauft. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich damit der Firma jetzt geschadet habe, aber hätte ich damit der Firma geschadet, hätten die ja, denke ich, mal auch ein Limit gesetzt. So, und hier sind die Musterpakete, Briefumschlag. Genau. Finde ich ganz cool. So, und jetzt kommt's weiter. So, und zwar muss ich mal gerade gucken, ob hier noch eine Adresse draufsteht. Mach mal gerade hier eine Adresse kaputt reißen. Und zwar habe ich hier in den Dingen Einzelpapiere, glaube ich. Genau, Einzelpapiere A5. Die werde ich dann mal gesondert durchgehen. Hier sind uralte Bücher, die sind noch älter als die, die ich sonst so habe. Die sind auch schon von mir benutzt und zerflettert. Bleibt natürlich bei mir und die riechen auch alt. Also die riechen alt, nicht nach Qualm oder so, sondern halt wirklich alte Bücher. Hier ist noch eins, den finde ich besonders toll, dieses Buch, weil das hat noch diese so alte Zeichnungen über Hunde. Und hier sind noch ein paar Schätzchen. Ich habe auch alte Bücher zum Verkauf und so, habe ich auch alles. Also, und auch alte Notenblätter. Na, das hier sind jetzt die, die ich schon quasi selbst angefangen habe zu verbasteln. Hier sind auch Umschläge. Ja, muss ich mal schauen, wie ich das hier jetzt organisiere.
Das ist auch cool. Das sind so Pontura-Karten. Davon habe ich schon eine Menge aussortiert. Da gab es auch noch welche mit Hut und so. Aber ich fand hier die mit dem Getränk total cool. Und die bleiben auch auf jeden Fall. Oder genau, hier ist noch Blumenstrauß. Den behalte ich auch. So, und das hier ist jetzt Unipapier. Das ist schwarz. Da müssen wir eigentlich gar nicht rumgehen, weil das ist wirklich alles Unipapier. Ich schau mal gerade. Das ist das alte Metallic. Alt deswegen, weil es ja jetzt in Papierverpackung ist. Ja, wie ihr seht, ich habe kein Unipapier. Muss ich mal gerade rausholen. So, ich kann euch aber mal gerade zeigen, wie die sich verändert haben. Und zwar so sahen die früher aus. Dieses Cover hatten die früher. Oder ist das jetzt auch schon wieder von einer anderen Marke? Weiß ich nicht. Aber das hier, das ist auf jeden Fall Action, soweit ich weiß. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte Action nicht immer schon. Die hatten nicht immer Craft Sensation. Das hier ist dann wieder neu, aber das ist das Gleiche. Ja, das kann man ja nie genug haben, ne? So, ja, okay, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich zwar echt verdammt viel davon habe und dass ich jetzt am Überlegen bin, doch davon was abzugeben. Dieser ganze Stapel, das sind echt viele. Ja, aber es wäre halt auch blöd, das ist halt gutes A5-Zeug, ne? Es wäre blöd, wenn man das jetzt aussortiert und dann irgendwann halt so oder so wieder braucht. Ich meine, dann hätte ich für jetzt hätte ich Platz, aber es bringt halt nichts, wenn ich das aussortiere und das dann wieder kaufe, ne? Das bringt halt nichts. Deswegen behalte ich es erstmal. So, hier kommen jetzt diese Blöcke, wovon einige wegwandern werden. So, und zwar, ich hole die mal gerade auch raus. So, hier sind Raritäten, wo ich auch viele von behalten möchte, weil sie mir einfach kostbar sind, wie zum Beispiel dieser hier. Der ist ultra genial. Ich mag, liebe dieses geometrische Zeug in diesen Farben. Also, sorry Leute, der bleibt. Der, auch wenn ich den jetzt 10-mal hätte, der würde auch 10-mal bleiben. Den habe ich 3-mal. So, der hier, der gefällt mir auch gut, weil der so wie er ist. Auch unten ultra schöner Block. Den habe ich einmal, bleibt der auf jeden Fall. Ein zweites Mal bleibt der auch. Okay, dann behalte ich den tatsächlich 3-mal und gebe ihn aber einmal ab. Ja, ist ja auch schon mal ein Anfang. Der hier, das ist schön. Nee, komm, nur wegen einem Blatt behalte ich den jetzt nicht. Der kommt direkt weg. Das hier ist auch einer meiner Favoritenblöcke. Da war auch damals ein großer Hype drauf. Der ist hier so ein bisschen kindlich, ein bisschen, also so ein bisschen babymäßig schon. Jetzt nicht kindisch-kindisch, sondern da ist halt rosa, blau und alles drin. Den behalte ich deswegen auch. Den habe ich 3-mal. Den hier, den wollte ich früher auch unbedingt haben. Jetzt mittlerweile gefällt er mir auch nicht mehr. Das ist dieser Indianerblock. Der hat mir mittlerweile zu kleine Muster, muss ich sagen. Das ist schön. Das auch. Das auch. Das ist noch schön. Ja, das auch. Also vielleicht spitze ich mir hier wirklich ein paar Blätter auch aus diesem mit dem Ding. Den habe ich dann 3-mal. Dann mache ich dann spitzig da die Blätter so, dass doch noch genügend in so einem Block da ist. Oder ich schlachte einen aus und lege den dann mit zu einem vollständigen. Genau, muss ich mal schauen. So. Das mache ich zum Beispiel auch generell. Ich habe manche Blöcke sehr angefangen und manche Blöcke neu. Dann tue ich den sehr angefangenen, wenn ich den während den Paketen greifen in die Hände kriege, tue ich das immer dazulegen, weil es bringt ja nicht nur zwei, drei Papiere oder vier, fünf Papiere noch zu haben. Dann hat man wenigstens einen kompletten Block und noch Restpapiere. Weil wenn man halt ein Album macht, dann braucht man je nachdem schon mal zwei Blöcke. Ne? Das ist es. So, das ist so ein Hochzeitsfeierblock. Ja, sehr schöne Unipapiere mit den Punkten, ne? Den habe ich, der kommt weg auf jeden Fall. Den habe ich 2-mal. Die Unipapiere, die gefallen mir halt wirklich gut. Vor allen Dingen das Gepunktete. Aber es wird immer mal einen Block geben, der gepunktete Muster hat.
Müssen wir uns nichts vormachen. Ja, auch gepunktet, sehr schön. Und das auch, das gestreift ist so universell. Das Herbst, das ist wunderschön. Ja, der Herbst, das war auch einer meiner Favoriten. Der bleibt auf jeden Fall, den habe ich einmal. Zweimal bleibt der dann. Ein drittes Mal fliegt der dann. Den hatte ich doch jetzt auch schon mal. Den hatte ich doch gerade schon mal aussortiert. Der kommt mal hier auf meine Vielleicht-Liste, weil ich mal gucken muss, wo der andere ist. Der liegt da hinten auf dem Stapel. Der hier, der ist auch wunderschön. Da, guck mal, da haben wir schon wieder gepunktetes Papier gehabt. Hier haben wir schöne Vögel, hier haben wir schönes Papier, hier haben wir schönes Linien. Der bleibt, so wie er ist, bleibt der. Der ist durch und durch schön. Der bleibt auch ein zweites Mal. Der hier bleibt definitiv auch. Der gefällt mir, weil der auch so romantisch ist, aber nicht zu kitschig, weil da Schmetterlinge sind, weil da Rosen sind. So universell einsetzbare Sachen. Dem hier habe ich mich so leid gesehen. Das Muster finde ich nach wie vor schön oder das hier finde ich nach wie vor schön. Er ist auch generell sehr schön, aber ich habe mich einfach so leid dran gesehen. Deswegen kommt der weg. Der hier, hatte ich den nicht auch schon mal aussortiert? Das ist schön. Ja. Ach, Paris, ne? Ich kann mit Paris halt gar nichts anfangen, deswegen weg. Ja, den hatte ich jetzt gerade eben ja oder gestern quasi, hatte ich den ja schon mal. Der kommt jetzt weg, weil so oft brauche ich den auch nicht. Ich habe den ja, glaube ich, noch 5-mal, ne? Und hier, das ist nochmal so ein Herbst. Das ist aber, ja, da gefällt mir wiederum weniger als in dem anderen. Weiß nicht, die werde ich auch ausschlachten, so blöd es jetzt klingt. Der hier, der, den behalte ich definitiv. Den habe ich auch nur einmal und das ist so schön, ja, so universell einsetzbar. Das hier ist auch schön bunt, aber eigentlich auch bis jetzt nur eins. Das gefällt mir wiederum sehr gut und das, ja, schaue ich mal. Okay, werde ich mal jetzt hier aussortieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Ja, aussortieren letztendlich dauert dann doch schon lange, ne? Hätte ich auch nicht gedacht. So, hier haben wir Kartenrohlinge in Creme und Umschläge. Da bin ich auch mal erlegen, ob ich davon eine Packung abgebe. Weil früher war ich voll der Hype, hatte ich voll den Hype auf Cremefarben. Mittlerweile ist es dann doch eher weiß. Aber man kann es ja immer gebrauchen. Aber man hat ja auch eigentlich so viel. Ich werde mir die mal zur Seite legen und dann mal in mich gehen. Ich glaube, das sind immer 50 oder sind es 100? Nee, 50. Sonst wäre es, glaube ich, 50. Egal, schaue ich einfach mal. So, was haben wir denn hier alles drin? Ich würde sagen, ich räume das tatsächlich alles aus. Und ja, ist umständlich, jetzt alles rauszuziehen. Ich spare alles vor mir auf. Ich räume alles hin und dann sehen wir uns. So, der erste Stapel. Ich habe jetzt auch noch nicht geschaut, während dem Rausholen. Okay, hier haben wir ein Leporello-Set. Mit Cuttys, Thema Paris, ist eher so Vintage. Da sind 38 Teile drin. Ich weiß nicht mehr, ob es original verpackt ist. Scheint so. Da haben wir ja Leporello-Karten. Hier diese Mehrfachfaltkarten in Craft-Farben. Da werde ich, denke ich mal, aber auch zerpflücken, weil ich weiß sowieso nicht mehr, ob es original verpackt ist. Ich schau mal, ob es noch vollständig ist. Ansonsten tue ich da nur die Paris-Sachen raus. Ich schau mal. So, hier haben wir Wilsonwood, ja, der ist wirklich ultra schön. Das ist einer meiner Highlights. Den behalte ich zweimal. Den hätte ich hier noch ein drittes Mal. Jetzt ist die Frage, gebe ich einmal ab? Nö, der bleibt. So, hier habe ich nochmal ein Leporello-Set. Das ist das Thema Lufttanz. Schaue ich mir dann gleich mal an. Hier haben wir nochmal das. Nee, das ist wieder ein anderes. Das ist Herzen. Schauen wir mal, das waren so meine Anfänge. Und hier das hier. Uralt handgeschöpftes Papier aus dem Action. Das ist bestimmt auch noch von 2014. Also ist uralt. Da habe ich bei der letzten Aufräumaktion schon viel von abgegeben. Und ich habe es immer noch nicht genutzt. Und es ist wunderschön. Es ist selten, aber ich nutze es nicht. Deswegen ganz schweren Herzens, muss ich gestehen, werde ich das abgeben. Und zwar ist da ganz viele verschiedenes Papier. Ich wollte es euch nur zeigen, weil mittlerweile gibt es von Folia auch Kartons, die Blöcke, die handgeschöpftes Papier haben. Und da haben manche
Papiere haben so ein bisschen Filz, manche sind ein bisschen dünner, manche sind ein bisschen dicker, manche haben ein bisschen Glitzer, manche haben dieses Gefrisselte drin, also hier so Pflanzenreste und so ein bisschen foliert, also alles Mögliche. Manches fühlt sich eher an wie Stoff und manches, ja, eher muss ich schon sagen, Papier ist das nicht wirklich. Es fühlt sich wirklich an wie Stoff, so sehr weich und so. Ja, das ist halt wieder total schön hier. Das erste, die sind auch generell sehr schön, aber wenn man es nicht nutzt, es nimmt halt viel Platz weg. Ich hatte von jeder Farbe mal 5 Packungen und beim letzten Mal ausräumen habe ich mich, wie ihr seht, pro Packung schon auf 1 reduziert und dann rasiere ich, genau. Und dann reduziere ich mich jetzt eben auf 0. Ja, das tut mir sehr weh bei den Sachen, aber ja, jemand, der es dann bekommt, weiß ich. Bestimmt, weiß es bestimmt zu schätzen. So, hier. Das ist auch noch das allererste Kilo Papier von Action. Das ist 210 Grammatur. Das habe ich ultra gern für Jelly Plate genommen. Ich habe auch immer noch eine Packung, weil die sind ja auf der Rückseite, sind die weiß. Und das ist aber so Glanzpapier. Zum Basteln würde ich es nicht verwenden, aber für Jelly Plate oder für Papiermatschereien ist das echt gut. Das kommt aber weg. Das hier ist auch noch mal 210. Kommt weg. So, hier, das sind meine Ausmalbücher. Die sind auch uralt. Die gab es auch mal im Action. Die habe ich mir mal zum Ausmalen gekauft, selbstverständlich. Aber jetzt würde ich sie eher behalten, um daraus Umschläge zu machen, um daraus mit Brushes zu experimentieren. Und die würde ich tatsächlich, auch wenn viele jetzt nicht schön sind, obwohl, ich muss ehrlich sagen, bis jetzt gefiel mir nur eins beim Durchblättern nicht. Da waren irgendwo High Heels. Na, egal, ja, guckt mal, da ist ein E-Bass. Sehr geil. Das könnte ich meinem Mann machen, der spielt Bass. Ja, also die behalte ich, wie gesagt, zum Verbasteln von Briefumschlägen und so Zeug. Hier ist noch so eins. Man weiß nie, wann man mal so ein Buch braucht, ne? So, hier habe ich einen Umschlag. Was habe ich hier drin? Von wem ist das mal? Ah, ich weiß, von wem der Umschlag mal war. Aber da ist natürlich nicht mal das drin, was ursprünglich drin war. Und zwar, was haben wir hier? Kilopapier aus dem Teddy. Genau, das gar das Kilopapier aus dem Teddy. Dieses hatte der früher. Und das ist ganz normales Papier. Also nichts irgendwie mit Glanzeffekt oder so. Das ist aber auch nur 120. Ja. Gebe ich dann auf jeden Fall auch ab, tue ich aber wieder in den Umschlag. So, und jetzt habe ich hier noch die ganzen anderen Sachen aus der Kiste rausgeholt. Und genau, hier haben wir einmal von Semifilm die Papier-Collection mit der Antarktis. Würde ich auch behalten, weil das zählt für mich eher so auch als Sammelobjekt. Hier haben wir nochmal so ein handgeschöpftes. Hier sind ein paar Einzelbögen. Große A3, ja, ist knapp A3. Das ist aus den Aldi-Blöcken mit. Ja, und hier noch Uni-Farben. Ja, die behalte ich, kann man immer mal gebrauchen. Dafür habe ich aber ein extra Schubfach. Fotokarton von Folia, der ist sehr zu empfehlen. Damit habe ich angefangen zu basteln. Den habe ich mal gekauft damals, weil ich ein schwarzes Papier brauchte. Total krank. Ja, aber nice to have. Behalte ich natürlich. Habe ich unten auch noch mehr von Folia. Ich habe den in der Größe. Welche Größe ist das? 35, 25 mal 35, 300 Gramm. Ich habe den in A4 und ich habe den sogar noch in doppelt so groß. Also der von Folia ist echt zu empfehlen. Und es gibt einen eBay-Verkäufer, der hat die immer mal wieder günstig. Das ist sehr praktisch. Hier haben wir eine Bastelanleitung. Regenbogenpapier, ja, sehr geil. Natürlich behalte ich das hier aus dem Aldi. Oder Grillando ist Aldi, ja. Aldi. Glitzerpapier, Folia, behalte ich natürlich. Geometrische Sachen von Folia. Ist auch wieder sowas, wo mein Herz blutet, weil es hat eine Sondergröße. Komm, den behalte ich, weil er eben auch schön ist. Hier habe ich noch mal von diesem Wilsonwood, wo ich die kleinen Blöcke von habe,
habe ich das große, deswegen darf das auch nicht getrennt werden. Das habe ich auch dreimal. Ah, das habe ich sogar viermal. Das ist der Ultimativ Die Cut, Ultimativ Die Cut, Ultimativ Die Cut. Also dieser ultimative Die Cut Block, das ist immer Papier und zusätzlich aber auch noch Sticker und so ein Däh. Den behalte ich dann aber auch ein viertes Mal, weil es gibt verschiedene Papier-Collections, die mir einfach echt sehr nahe gehen und die mir sehr wichtig sind. Und ja, genau auch wie dieses hier. Hier habe ich noch mehr von dem Wilson Wood, deswegen bleibt das auch zusammen. Hier haben wir Joy, Let It Snow. Eigentlich ist da nur das schön, aber da ich so viel Weihnachtspapier habe, kommt das auch weg. Vintage, da weiß ich aber schon jemanden. Das kommt weg, ist wunderschön von der Farbgebung, aber es kommt weg. Hier haben wir Festive Fauna, das behalte ich definitiv auch. Das sind auch die Ultimativ Die Cut Plöcke, habe ich auch viermal. So, und hiermit habe ich auch zum Beispiel angefangen zu basteln. Die hatte ich noch in Passau gekauft, aber ich glaube, da habe ich noch nichts raus benutzt. Ja, schaue ich dann mal. Hier sind ein paar Einzelpapiere. Da muss ich dann gleich mal schauen. Oh, hier sind Einzel. Muss ich mal gucken. Hier ist ein bisschen Halloween. Hier ist nochmal der Sweet. Nochmal Sweet. Das war der gleiche. So, und Hitters hier sind jetzt auch Action-Schätze, von die ich mich diesmal aber auch trenne. Das war auch von 2014, 15 so um den Dreh. Das waren die ersten Action-Blöcke, bevor es die 30x30 gab. Ja, genau. Und die waren damals 25x25. Die hatte ich ja in irgendeinem Video schon mal gezeigt. Und die werde ich jetzt auch aussortieren. Den hier. Und auch hier werde ich nicht sagen, wenn jemand sagt, ich will die alten Actionblöcke, sorry, nein, ich werde die dann auch in den Paketen aufteilen. Natürlich habe ich zum Beispiel auch jemand, der hätte gerne hauptsächlich alte Action-Sachen, dann werde ich natürlich gucken, dass sowas drin landet, aber ich werde jetzt nicht drauf eingehen, wenn jemand sagt, ach, nur das und das, oder ich nehme nur ein Paket, wenn das und das drin ist. Nee, gibt es nicht. Eine Person wollte gerne ein Paket mit hauptsächlich Baby. Der habe ich dann geschrieben, dass ich leider nicht viele Baby-Sachen habe. Aufgrund dessen wollte sie kein Paket. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich bin dann halt auch so ehrlich zu euch. Und wenn ihr irgendwelche speziellen Vorlieben habt, die ich aber nicht bedienen kann, dann sage ich euch das schon mal. Das ist nicht mehr als richtig. Wenn jetzt jemand gerne Ostern hätte, ich sage, aber ich habe keinen Ostern und der war auch wirklich nur wegen Ostern ein Paket gekauft hätte, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn er dann kein Paket mehr möchte, weil, ja, ich habe ja gesagt, so grobe Wünsche könnt ihr äußern und, ja, genau so ist das. Und wenn man sich halt irgendwie Geld ausgibt für etwas, was man gerne hätte und es ist letztendlich nicht vertreten, dann ist man natürlich traurig, ich kenne das und deswegen achte ich da schon etwas drauf. Hab da gesehen, das hier ist ein Vintage-Block von Action, der kommt auch komplett weg, komplett, genau. Jetzt sortiere ich hier nochmal und hier, das ist alles zum Abgeben an Papier und ja, es türmt sich so langsam. Okay, dann bis später. Oh, jetzt haben wir noch den hier. Ich denke aber, der geht schnell, weil das ist auch alles Uni-Papier. Also einfarbig Uni, wie auch immer. Ja, hat man halt, ne? Hat man zuhauf. Hier sind noch gemusterte. Ich glaube, es auch mal von Ideen mit Herz. Vom Teddy, den kann ich übrigens empfehlen. Wer halt mal Unipapier schnell braucht und einen Teddy in der Nähe hat, die sind echt super. Die gibt es in Pastell und die gibt es auch noch, die habe ich schon sogar, in Dunkel. Also die sind echt gut und für 3 Euro ist es auch recht okay, weil da sind 48 Bögen drin. Das ist, finde ich, in meinen Augen voll okay. Hier ist Uni, boah, die liebe ich ja, ne? Die haben einfach so eine schöne Farbzusammenstellung und ja, das sind halt wirklich jetzt alles Unipapiere. Das ist es mit verschiedenen Zierrändern. Da müssen wir jetzt auch, glaube ich, hier gar nicht weiter gucken. Das ist ein Packen Schwarz von Folia. Das hier ist Aldi. Hier ist sogar mal ein Geschenk gewesen von Precious Marique. Das ist alles, ja, hier ist auch das Action Feel auch. Alles Unipapier und hier ist dann auch ganz viel
Glitzerpapier und Holopapier. Da muss ich dann selbst mal schauen, wie viel ich von dem ganzen Zeug habe. Weil das Lustige ist, man nimmt ja immer, wenn man im Action ist, ach nicht immer, mittlerweile nicht mehr, aber früher habe ich immer mal hier und da noch mal 3 Packungen mitgenommen, weil ich dachte auch, es wären neue Muster. Aber es ist eigentlich auch total Quatsch, wenn es neue Muster wären, wenn man schon 20 Packungen hat. Man hat eigentlich immer mal so ein Dings. Und ja, wie gesagt, das ist Unipapier. Das ist weiterhin uninteressant. Und das hier ist, denke ich mal, auch total uninteressant, weil hier sind diese heißgeliebten Dinger. Ich liebe sie. Kriegt man leider auch nicht mehr. Ich habe hier die 4 und noch 2 angebrochene, aber die sind schon geil. Hier sind Umschläge. Das hier ist nämlich jetzt auch meine Kartenrolling- und Umschlagkiste. Die sind ganz witzig. Können sie ein Geheimnis für sich bewahren? Ja. Und hier denke ich auch immer, ach Christina, du hast keine Briefumschläge, du hast keine Kartenrohlinge. Ja, okay, dann glaubt das mal. Ja, hier kann ich euch nur reinwitschen. Hier ist auch noch uralt aus dem Action. Uralt, ne? Uralt. Das sind verschiedene bunte Kartenrohlinge. Die sind tatsächlich aus dem Action. Die hatten früher hier so ganz viel buntes Zeug. Hier ist noch Wilsonwood, Briefumschläge. Da schaue ich dann mal. Das sind jetzt nicht nur Uni-Briefumschläge oder Kartensets, sondern halt auch ein bisschen mit Muster. Hier, guckt mal. Hier habe ich ja gesagt, vielleicht gebe ich was von den cremefarbenen Umschlägen ab, weil ich habe dann noch mehr Creme-Umschläge. Hier, die hier sind von, ich glaube, Sandras Bastelladen, genau bei eBay. Sandras Bastelladen, Sandra Fotoframe. Guckt mal, das ist Leinenkarton A5 mit Faltlinie in der Mitte und Büttenrand. Cool, oder? Das sind Kartenrohlinge. Hier sind noch Karten. Christina, du hast keine Craft-Kartenrohlinge. Ja, okay. Das nochmal. Mann, ich ärgere mich mittlerweile, dass ich Craft, dass ich Cremefarben so cool finde. Ich habe nämlich jetzt 5 Packungen Cremefarben, aber nur 2, 3 in Weiß. Das ärgert mich. Ich hätte lieber Weiß. Hier, die sind mal vom Schibo. Boah, die habe ich noch in Passau gekauft. Passau wohnte ich bis 2014, ja. Und das sind alles Kartenrohlinge. Hier drunter sind natürlich auch noch Kartenrohlinge. Oh, Christina, du hast keinen Craft. Ne, ach, meine Fresse. Ja, hier, die sind auch uralt. Die sind auch mal aus dem Action. Die sind auch uralt. Das sind 7 Karten und 7 Umschläge. Und zwar so größer, größentechnisch gefächert. Von klein bis groß. Da kann man so coole Pyramidenalben rausmachen. Habe ich auch mal eins gemacht. So, und ich habe gehört, hinter mir ist ein Turm umgefallen, ein Papierturm, schau, da umgefallen. Das heißt, ich muss jetzt hier weitermachen. Okay, ihr Lieben, dann war es das auch für heute. Morgen widmen wir uns, denke ich mal, der Glitzerschublade. Und, was ist Glitzerschublade? Diesmal ist es wirklich ein Glitzerschrank. Oder Stickern, oder. Ich habe noch so 2, 3 Highlights. Ich habe ja auch unter dem Tisch noch meine ganzen Perlen. Die lasse ich aber so, wie sie sind. Also ich habe noch einiges zu zeigen. Kommt nur drauf an, wie ich wann was schaffe, wie ich wann wohin komme. Ich werde jetzt heute auf jeden Fall noch messen, wie viel Platz vorm Fenster ist, weil entweder stelle ich den Kallax vors Fenster und da kommt noch ein zweites Schwerlastregal. Also ich habe mir auch gedacht, ich brauche ja auch eigentlich ein Regal, weil ich habe mal meine Siegelwachsstempel in einem Schuhkarton oder meine Nuvotrops in einem Schuhkarton oder meine Stencils in einem Ordner. Das heißt, ich bräuchte eigentlich auch ein Regal, wo man normale Sachen reinstellen kann und nicht nur was auf Kisten oder Kallaxkörbe ausgelegt ist, sondern auch mal ein Regal, wo man normale Sachen, Ordner, Stehordner, Sammelordner, Kartons oder so abstellt. Ich kann nicht alles in Schubladen und Boxen tun. Das ist auch ein bisschen unhandlich. Und generell weiß ich auch noch nicht, was tue ich in die leeren Boxen, die unten sind. Ob ich da wirklich meine Kartenrohlinge, aber die sind halt hier auch so gut aufgehoben. Und wenn das Kallax wirklich vor das Fenster kommt, dann ist es doppelt vor Licht geschützt. Ihr wisst ja, Papier kann ausbleichen, aber wenn man das halt ein bisschen schützt, dann nicht. Dann nicht. 2, 3 Washi-Rollen zum Beispiel sind ein bisschen gelblich geworden durchs Licht. Und obwohl die auch geschützt waren, die standen nie direkt in der Sonne, aber das ist halt immer das Ärgerliche, ne? Bastelsachen werden auch nicht besser vom Liegen, aber ich habe diese Erkenntnis, ganz klar, aber mein Herz sagt dann öfter mal Nein, behalt, aber muss ich jetzt durch, ich schaue jetzt hier auch mal, wie oft ich irgendwas habe, weil, ja, man kann es ja nachkaufen, aber das ist auch wieder das Dumme, ne? Warum soll ich es dann jetzt quasi verschenken? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Kartenrolling-Set für 60 Cent kaufe, dann berechne ich das für die Überraschungspakete, sagen wir mal, mit 20 Cent,
Das heißt, ich hätte ja 40 Cent Verlust. Und wenn ich die dann wieder kaufe, dann ist das auch völlige Idiotie. Also dann behalte ich lieber so Basics auf jeden Fall. Weil, ja, es wäre ja auch Quatsch, wenn ich dann Sachen abgebe und die dann wieder kaufe, ne? Das wäre Quatsch. Und das hier ist ja, wie gesagt, ein Verkauf, um Sachen loszuwerden und nicht um dran zu verdienen oder mit Gewinn rauszugehen. In diesen Paketen gehe ich komplett ins Verlustgeschäft, wenn man das so sagen kann. Also ich verdiene überhaupt nichts. Es dient wirklich nur dazu, die Sachen loszukriegen. Ich will damit keinen Reibach machen. Ich will einfach nur, weil die Sachen loswerden, weil ich will natürlich aussortieren, aber wegwerfen wäre natürlich auch eine Schande. Um Gottes Willen, das sind doch super gute Sachen. Und verschenken will ich das auch alles nicht. Ich habe dafür auch Geld bezahlt. Viel, 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 viel Geld. Mehrere tausend Euro kommen da schnell mal zusammen. Und deswegen, genauso machen wir es. Ich mache jetzt hier weiter. Und dann sehen wir uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.